Nicole ist da. Nicole ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Nicole. Wunder? Zauberei? Ja. Erzähl. Also Vorgeschichte erzähle ich jetzt mal einfach so. Ja? Wir sind mit 6 Mädchen im Urlaub. Ja, wann war das? Bitte? Wann war das? Wir fahren, also letzten Freitag sind wir in Urlaub gefahren. Achso, ihr seid im Moment in Urlaub? Ja, genau. Achso. Und eine von uns hatte vor ein paar Tagen, hat sie uns von einem Traum erzählt. Es ging um Ägypten. Um Ägypten, dass wir also 6 Kriegerinnen gewesen sind. Und sie hat uns von Zeichen auf der Stirn erzählt. Und von Bewegungen, die wir gemacht haben, wenn wir gekämpft haben. Und ich habe mich dann den Abend ins Bett gelegt, nachdem sie uns was erzählt hat. Ja. Und habe die Augen zugemacht und habe ein Zeichen gesehen. Du hast ein Zeichen gesehen? Ich habe ein Zeichen gesehen. Was für ein Zeichen hast du gesehen? Also, es war ineinander geschlängelt. Mit Rundungen dran und also eine Art Pyramide war da dran. Also ein exotisch, vielleicht sogar ein ägyptisches Zeichen. Vielleicht sogar ein ägyptisches, ja. Aber das hast du gesehen, nachdem die Freundin dir das erzählt hatte, euch erzählt hat. Ja, sie hat also nicht erzählt, wie die Zeichen aussahen oder ja. So weit, so gut. Noch ist es nicht gruselig. Noch ist es nicht gruselig, ja. Ich bin ganz gespannt. Das kommt erst noch. Ja. Nein, auf jeden Fall habe ich das Zeichen dann aufgezeichnet. Ja. Ich habe es jedenfalls versucht. Ja. Wir versuchen es jetzt schon seit 3 Tagen ins Zeichen. Also ich kann sehr gut zeichnen, ich zeichne dann immer. Ja. Nach den Erklärungen von den anderen, was denen einfällt oder so. Mhm. Und was ist denn jetzt noch passiert, was dich oder euch sehr stutzig macht? Was uns stutzig macht, ist, dass wir uns alle an Zeichen erinnern können, an Bewegungen, die wir noch nie vorher gemacht haben. Also diese kämpferischen Bewegungen dann. Also die könnt ihr euch einzeln erinnern, oder die, obwohl ihr das vorher noch nie, natürlich noch nie irgendwie praktiziert habt. Genau. Einmal hat ein Mädel hat das geträumt, richtig. Die hat es dann erzählt. Ja. Aber dann kann man doch sagen, dass ihr jetzt, ihr seid ja 6 Mädels in Urlaub und habt eine blendende Fantasie wahrscheinlich, dass ihr euch da so gegenseitig auch reindenkt oder reinsteigert. Ja, das hatten wir uns auch schon gedacht. Also wir haben da viel drüber nachgedacht und haben uns auch zwischendurch gesagt, wenn jemand Außenstehender uns jetzt so reden hören würde, ja, ne, der würde denken, wir gehören in eine Klapsmühle. Na, das vielleicht nicht gerade unbedingt, aber es ist eigentlich ja noch nicht so, so Mystisches passiert, ne, wie du es bisher erklärt hast zumindest. Ja, also wenn sie jetzt hier sitzen würden, gerade vor uns, und ich habe die Zeichen gerade alle vor mir liegen, und wenn sie das sehen würden und die Bewegungen, die wir gemacht haben, und jeder kann sich an seine Bewegung erinnern. Das Mädchen, das geträumt hat, das hat eine Bewegung gemacht und einer von uns hat gesagt, das ist es. Nee, sie soll sagen, das ist es, nicht ihr sollt sagen, das ist es. Sie hat das geträumt. Sie hat das geträumt. Ne? So, jetzt müsstest du eigentlich eine Bewegung machen und die müsste sagen, Mensch, genau diese Bewegung habe ich geträumt. Dann wäre es was Besonderes. Ja, das ist es ja. Sie hat uns gezeigt, welche Bewegung sie geträumt hat. So, und dann ist es ja keine Kunst, dass ihr das nachmacht. Nein, wir haben es ja nicht nachgemacht. Aha. Wir haben, sie hat uns eine Bewegung gezeigt. Und jeder von uns konnte sich dann langsam erinnern, welche seine Bewegung war. Und wir haben es ihr dann gezeigt. Und sie hat es dann sozusagen das Puzzle zusammengesetzt. Aha. Klingt ein bisschen kompliziert. Ja. Klingt nach Ferienausflug, ehrlich gesagt. Ja. Wo seid ihr eigentlich im Moment? In Urlaub? Im Sauerland. Im Sauerland? Ja. Im schönen Sauerland? Genau. Gibt es da keine Jungs, die euch mal auf andere Gedanken bringen könnten? Das haben wir auch schon versucht. Ja. Ist nichts mit den Sauerländer-Jungs, oder wie? Ja, die können uns nicht auf andere Gedanken bringen. Da ist Ägypten natürlich schon spannender, kann ich mir auch vorstellen. Aber so richtig Angst macht euch das nicht, ne? Nein, Angst nicht. Es kommt uns nur manchmal komisch vor. Also ich bin restlos überzeugt, wenn ihr mich morgen wieder anruft und eine von euch in einem perfekt altägyptisch anfängt zu reden, das kann ich dann nicht beurteilen, da müssen wir schnell noch einen Fachmann hinzuziehen, dann wäre ich natürlich baff. Das ist aber auch schon passiert. Wie, dass ihr in altägyptisch gesprochen habt? Nicht in altägyptisch, also es war auch, ich war in einem anderen Zimmer. Ja. Die anderen waren in der Küche. Ja. Und ich kam rein und wollte irgendwas erzählen, was in dem Zimmer lag, oder ich weiß es nicht mehr so richtig. Und eine von denen hat mich angeguckt und hat gesagt, was hast du denn jetzt geredet, ne? Und
Ja. Ich weiß nicht, also sie hat gesagt, ich hätte irgendwie ganz komisch, also man hätte es nicht verstanden. Vielleicht seid ihr die Wiedergeburt von 6 schönen ägyptischen Jungfrauen. Ja, es hört sich komisch an. Könnte doch sein, ne? Die durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende irgendwie geschwebt sind mit den Geistern und jetzt im Sauerland ihre Wiederkunft erleben. Die hätten sich wahrscheinlich auch was Schönes sich vorstellen können. Nichts gegen das schöne Sauerland. Nicole, du grüßt die Mädels. Jo, herzlich, ne? Und es ist ja noch auch ein Spaß. Vielleicht auch wirklich eine schöne Ferienbeschäftigung und macht's einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Ja, gut. Und wenn es was ganz Dramatisches gibt, dann schreibst du mir bitte. Okay. Ja, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Das, ihr Lieben, ist übrigens unsere vorletzte Sendung vor der Sommerpause. Morgen ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Jetzt.